Seni sevmedim yalan. Da steht einfach Achtung, Tore öffnen automatisch, also die öffnen automatisch, gleich geht's los. Und darunter steht Lebensgefahr aussteigen verboten. Kennt ihr das? Ihr steht morgens auf, ihr fühlt euch so, als hättet ihr einen Motorschaden. So Kinder, wo fahren wir heute hin? Wohin? Wo die Löwen sind. Wohin? Zu Safari Park, wo die Löwen sind. Und freut ihr euch? Ja. Und was gibt es alles da? Löwen, Giraffen. Du weißt, ne, dass die an die Tür und alles kommen, ne? Affen, sehr gefährlich. Affen vielleicht auch, und das ist Mukabe, weil er so einen Glatzkopf hat. Ach so, Alter. So, Freunde, wie ihr es gehört habt, fahren wir heute zum Safari Park. Ja, wir haben noch ungefähr, ich zeige euch das mal, 25 Minuten, da unten steht es. Wir haben jetzt frisch eingekauft fürs Frühstück und ja, wir fahren jetzt gemütlich hin. Wir gucken, wie das Ganze ist. Ich war da noch nie in meinem Leben. Mafia Baba natürlich auch am Start. Und ja, die Löwen, Tiger, boah, das ist schon echt heftig, ne? Also, die kommen auch an die Tür und alles, ne? Ich habe schon den ein oder anderen Unfall gesehen, aber gucken wir mal, wie das aussehen wird, denn es wurde auch einmal die Tür aufgemacht, das ist schon echt krass. Deswegen, wir gucken mal, wie das sein wird. Ich freue mich auf jeden Fall und ihr seid natürlich dabei. Nazilin Hanım, seni gibi severken gözlerine bakarken nasıl inanırım? Hadi söyleyin. Nasıl inanırım? Nasıl inanırım? Yalan, 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 yalan. Seni sevmediğim yalan. So, Freunde, Navi sagt, wir sind angekommen. Guckt euch mal diesen Bild an. Sieht auf jeden Fall brutal aus. Hier soll das sein. Wir müssen jetzt rechts reinfahren. Und dann gucken wir, wie das Ganze aussieht. Wie es aussieht, haben wir, glaube ich, Stau. Ich glaube, jeder möchte heute dort rein. Boah. Ach du Scheiße, wie das da aussieht. Ich zeige euch das mal ganz, ganz nah. Oh, boy, Babo. Guck mal, Freunde, was eine Schlange. Die Leute sind schon ausgestiegen und warten. Boah, scheiße, Alter. Jetzt müssen wir warten, Freunde. Das ist das Ekligste an dieser ganzen Sache. Und einmal hinter uns, Freunde. Wir haben uns gerade angestellt. Schon wieder 6-7 Autos hinter uns. Guck mal, bis dort ganz hinten geht das. Hab mir die Kennzeichen angeguckt und deutschlandweit, also die kommen von ganz Deutschland, ne? Hab mir die Kennzeichen angeguckt, das ist schon auf jeden Fall krass, dass jeder heute da reingehen möchte. Das Ding ist, ab 16 Uhr ist kein Einlass mehr, aber wir haben es ja natürlich 10 Uhr morgens, wir haben ja noch Zeit, wir sind extra früh losgefahren. Und ja, ab 16 Uhr lassen die gar keinen mehr rein. Bis 18 Uhr hat das auch von 10 bis 18 Uhr, aber ab 16 Uhr ist kein Einlass mehr. Freunde, ich habe hier einmal kurz rausgeguckt, ich dachte, da wäre echt ein Löwe, ne? Wo ich rausgeguckt habe, dachte ich, ey, warte mal. Sein Löwe jetzt neben mir. Die sehen echt brutal aus, ne? Die Größe ist auf jeden Fall nicht so, die sind auf jeden Fall größer. Was denkt ihr, wer ist stärker? Ein Löwe, Tiger oder Nashorn? Guck mal deren Spitze da vorne an. So, Freunde, wir sind jetzt da. Wir haben jetzt gezahlt. Guckt euch mal diesen Bus da an. Ich glaube, mit dem kann man auch fahren, ne? Das ist so ein Safari-Bus. Wenn man, sag ich mal, kein Auto hat oder mit dem Auto nicht kann oder Angst hat, dann lässt man sich fahren. Und ja, wir stehen jetzt hier. Wir fahren jetzt dort rein und dort sind die Löwen und ich bin auf jeden Fall gespannt, was passieren wird, Freunde.
Leute, es wird immer heißer. Wir nehmen jetzt die Kurve und dann sind wir auf jeden Fall schon drinne. Boah, ist auf jeden Fall krass. Ich glaube, boah, guck mal diese Abbildung da hinten. Diesen Löwen. So, Freunde, dieses Bus erinnert mich an diese amerikanischen Busse in Amerika. Da steht einfach, Achtung, Tore öffnen automatisch. Also die öffnen automatisch, gleich geht's los. Und darunter steht, Lebensgefahr aussteigen verboten. Bitte zweispurig fahren. So, Freunde, die schlafen da, weil es so warm ist. Guckt euch die mal an, in der Sonne. Da drauf sind die. Boah, guckt wie der aussieht, Alter. Der sieht echt schön aus. Schöne Farbe. 5 von denen sind da drauf. Also 4 Tiger oder 2 Tiger und 2-3 Löwen. Die sollen mal aufstehen, Alter. Boah, da guckt der eine. Da hat der eine geguckt. Boah, guck mal, wie der am Lecken ist. Guckt euch mal den an. Der ist irgendwie hell und der ist irgendwie dunkel. So, ihr habt's gesehen, Freunde. Also wir sind direkt losgefahren, direkt haben wir die getroffen. Die Straßen sind auch hier irgendwie komisch, deswegen hubbel ich irgendwie ein bisschen. Und ja, die waren jetzt am Liegen. Hey, da sind die auch immer noch am Liegen. Wir sind jetzt auf der anderen Seite. Weißt du, die liegen nur, ne? Ich glaube, hier kommen so viele Menschen, dass sie keinen Bock mehr haben. Achtung, Fenstertüren, Schiebedach geschlossen halten, denn Anweisungen des Personals ist unbedingt folgen zu leisten. Lebensgefahr. Da oben. Natürlich kann man sterben. Wenn du das nicht machst, was da drauf steht, ist vorbei. Freunde, ich habe auf einmal nach links geguckt. Auf einmal sehe ich, dass da ein weißer Tiger drauf ist. In echt sehen die so fett aus und deren Hände sind auch riesig. Boah. So, Freunde, da ist noch einer. Der kommt auf jeden Fall auf uns zu. Der erste bis jetzt, der auf jeden Fall läuft. Boah. Ey, wer traut sich jetzt hier einmal rauszugehen? Bestrafung beim nächsten Video. Schreibt unter Kommentare, wenn ich beide eine Challenge mache. Der Verlierer muss auf jeden Fall in den Safari Park reinfahren und auf jeden Fall aussteigen. Die ist auf jeden Fall groß als wie in echt. Weißer Tiger. Richtiger Bayer, Mann. Flamingo. So, Freunde, da stand vorhin, Fenster können geöffnet werden. Das heißt, Fenster haben wir offen. So, der ist auf jeden Fall genau neben uns. Flamingo? Aber die versteht echt gar nichts, ne? Nein! Hallo! Yalla, Bruder! Hat er Ohren? Hallo! Ja. Elefant! Hallo! Komm! 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 Lass mich! Komm, 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 komm. So, da ist die Giraffe vor uns. Oh mein Gott, guck mal. Das erste Mal in meinem Leben sehe ich eine Giraffe. So, die Giraffe ist da. Boah, die ist aber heftig. Guckt euch mal den Kopf von der Giraffe an und die Person, die im Auto sitzt. Guckt euch mal die an, was für Hörner die haben. Boah, die sind auch heftig. Wenn die an das Auto kommen, dann ist es vorbei, ne? Das sind Lama, ne? Denke ich. Lama! Oder was ist das? Komm. Komm her. Lama, ne? Was sagt das denn? Was bringt das denn? Dieses Pollenallergie macht mich einfach kaputt, Alter. Oh, wer hat von euch auch Pollenallergie? Das ist die reinste Katastrophe. Auf jeden Fall, Freunde, ihr habt es gesehen, wir waren beim Safari-Park. Es war irgendwie kurz. Es war schnell. Aber man konnte es schon ein bisschen genießen, da sage ich euch ehrlich. Aber es war auf jeden Fall schon teuer, ne? Also für diesen Preis und das, was man gekriegt hat, hat sich irgendwie gar nicht gelohnt, sage ich euch ehrlich. Weil ich weiß nicht, ob wir auf falsche Zeit da waren, weil die Löwentiger, die haben geschlafen, Alter. Es war 10 Uhr morgens. Elefanten waren dort, Giraffen waren dort. Schreibt mir mal in die Kommentare, was man noch so besichtigen sollte, wo hier, wo ihr denkt, Digga, du sollst mal dorthin gehen, dreh da mal ein Video, mach es mal, nimm uns mal auf deine Reise mit. War auf jeden Fall eine Erfahrung wert, sage ich euch ehrlich. Ja, demnächst, ich habe mir auch gedacht, bei den Giraffen, da wurde ja ein Giraffe gefüttert von den Mitarbeitern, habe ich mir gedacht, ob man vielleicht selber was mitnehmen könnte und die so anlocken kann. Weißt du, was ich meine? Bildet eure eigene Meinung. Man kann darüber diskutieren, ob sich das gelohnt hat oder ob es Sinn macht oder ob sich das lohnt, dies, jenes.
für den einen so, für den anderen und so. Und wie gesagt, aber ich denke mal, wir sind halt falsche Zeitpunkt dahin gefahren. Denn es war 10 Uhr morgens, vielleicht schlafen die auch bis 12 oder so, weiß ich nicht. Und zwar habe ich mir gedacht, ey komm, ich nehme mal meine Zuschauer mit, ob es ein Fail ist oder nicht, oder was weiß ich, ob es gut ist, was weiß ich, Digga, ich nehme euch mit und ich habe euch das Ganze gezeigt. In diesem Sinne, passt auf euch auf, heute Abend wird auch noch mal ein Video folgen. Seid auf jeden Fall aktiv, ich küsse euer Herz, Digga. Wir sind eine Familie, seid ein Abonnent, dann sind wir auch eine Familie. In diesem Sinne, ich habe Pollenallergie, meine Augen sehen richtig komisch aus, meine Nase kitzelt. Ah, diese scheiße Pollenallergie, Alter.